In der Corona-Krise ist etwas ganz Erstaunliches passiert. Und zwar Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, dem ist die Wahrheit rausgerutscht. Eigentlich hätte das nie ans Licht der Öffentlichkeit kommen sollen, doch auf ein paar verschlungenen Pfaden ist genau das dann doch passiert. Und diese Enthüllung, die fand ich persönlich noch erschütternder und noch spannender als die Immobilie für 4,125 Millionen, die er zusammen mit seinem Mann in Berlin gekauft hat. Ich werde Ihnen auch verraten, wie diese Villa finanziert wurde, das ist noch kaum bekannt. Es ist ein ganz erstaunlicher Vorgang. Mein Name ist Martin Wehrle, ich bin Buchautor, Karriereberater und Gründer der 365-Tage-Challenge, mit der ich Sie jeden Tag im Jahr unterstütze und stärke. Ehe ich Ihnen sage, was ans Licht gekommen ist und woher das Geld für die Riesenvilla kam, vorher stelle ich eine Gretchenfrage. Geht Jens Spahn mit der Macht und dem Einfluss, die ihm sein Amt verleihen, im Interesse der Bürger um? Vertritt er das Volk, Sie und mich, oder vertritt er in allererster Linie seinen eigenen Vorteil? Schon als junger Abgeordneter legte Jens Spahn eine Handschrift an den Tag, die sehr an seine heutige Politik erinnert. Wir schreiben das Jahr 2006. Jens Spahn, der sitzt im Bundestag und er ist seit 2002 im Gesundheitsausschuss, seit 2005 als Obmann der CDU. Angeblich vertritt er dort die Interessen seiner Wähler. Doch im gleichen Jahr 2006 gründet er mit dem Leiter seines eigenen Abgeordnetenbüros und einem befreundeten Lobbyisten eine Firma, eine GbR, das heißt eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Und auf diese Weise übernimmt Jens Spahn, ohne dass es jemand bemerkt, Anteile der Lobbyagentur Politas, die vor allem Kunden aus der Medizin- und der Pharmabranche berät, sehr praktisch. Es gibt Jens Spahn also zweifach, es gibt ihn als Volksvertreter und es gibt ihn als Pharmavertreter. Und geschickterweise erfährt die Öffentlichkeit nichts von diesem Interessenkonflikt, denn eine GbR, die hat einen ganz bestechenden Vorteil. Man muss nicht offenlegen, wer die Gesellschafter sind und man muss auch nicht sagen, welche Geschäfte genau sie macht. Und Jens Spahn, der ist zu exakt 25% an der Firma beteiligt. Das ist eine sehr interessante Zahl, denn dem Bundestag, dem müsste er erst eine Beteiligung von, Zitat, mehr als 25% anzeigen. Als offizieller Eigentümer steht sein Freund und Büroleiter auf dem Papier. Niemand käme auf die Idee, einen Waffenlobbyisten über Schusswaffengesetze abstimmen zu lassen. Niemand käme auf die Idee, einen Autolobbyisten über neue Abgaswerte abstimmen zu lassen. Aber Jens Spahn, Mitinhaber einer Pharma-Lobbyfirma, der stimmt in führender Funktion munter über Pharmagesetze ab und der wird später sogar Gesundheitsminister. Wie bitteschön kann das sein? Macht muss dienen, sagte der alte SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel einst, doch in diesem Fall hat die Macht nur einem gedient, nämlich Spahns eigenem Geldbeutel. Und jetzt komme ich auf die Corona-Krise zu sprechen und ich komme auch auf die Millionen-Villa zurück. Beginnen wir mit der Villa, ehe ich über den Moment spreche, in dem Jens Spahn nach meinem Dafürhalten seine Maske, und zwar nicht die Corona-Maske, hat fallen lassen. Also, zusammen mit seinem Mann kauft sich der Gesundheitsminister ausgerechnet in den Corona-Zeiten mal eben eine Villa im Wert von 4,125 Millionen. Während in Deutschland Hunderttausende von Menschen in die Arbeitslosigkeit stürzen, während die Kurzarbeit im Land grassiert, während kleine Firmen und Selbstständige reihenweise pleite gehen, während Existenzen zerbrechen. Man gönnt sich ja sonst nichts als Minister. 285 Quadratmeter Wohnfläche, 1317 Quadratmeter Grundstück. Diesen Prunk leistet sich übrigens derselbe Jens Spahn, der noch 2018 behauptet hat, ich zitiere, Hartz IV bedeutet keine Armut. Alle Medien, die über Details seines Villenkaufs berichten wollen, lässt der Minister einen Maulkorb verpassen. Er wehrt sich gerichtlich dagegen, dass der Preis seiner Millionenvilla veröffentlicht wird. Frage: Warum will er den Preis unbedingt verheimlichen? Fürchtet er, der schon zwei weitere Immobilien in Berlin besitzt, fürchtet er die peinliche Frage, woher denn die ganzen Millionen kommen? Auf genau diese Frage werde ich Ihnen jetzt eine erstaunliche, eine verblüffende Antwort geben.
Zur Geldbeschaffung agiert Spahn als Lobbyist in eigener Sache und er nutzt einen Kontakt in die alte Heimat. Als Bundestagsabgeordneter saß er von 2009 bis 2015 im Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland. Dort bei den alten Kumpels klopft er als Minister an und hält seine Hand auf für einen Kredit. Und nun passiert etwas ganz Außergewöhnliches. Eigentlich fordern Banken ein Eigenkapital von mindestens 20-30%, wenn Sie oder ich eine Immobilie kaufen möchten. Doch in diesem Fall zeigen sich die Banker ungewohnt großzügig und sie drehen den Geldhahn einfach mal locker und sehr weit auf. Man kennt sich ja. Die Sparkasse lässt sich auf die spanische Luxusvilla eine Grundschuld von insgesamt 4,25 Millionen eintragen, also knapp über dem Kaufpreis. Alles spricht dafür, dass Jens Spahn und sein Mann das komplette Geld für die Luxusvilla als Kredit bekommen haben, ohne einen Cent Eigenkapital. Auf die Eheleute Spahn prasselt ein Millionenregen als Kredit herab, während zur gleichen Zeit zahllose Kreditanfragen kleiner Bauherren, bei denen es um ein 25stel dieses Betrages geht, abgelehnt werden, weil die angeblich nicht genug Eigenkapital in der Tasche haben und weil in Corona-Zeiten natürlich auch noch die Arbeitsplätze wackelig sind. Macht muss dienen. Das sagte einst Hans-Jochen Vogel und wieder hat die Macht gedient, aber nur Spahns eigenem Geldbeutel. Ich könnte jetzt an dieser Stelle auch noch von einer Wohnung erzählen, die Jens Spahn von einem Pharma-Lobbyisten gekauft und später mit einem Riesenpreiszuwachs wieder am Markt angeboten hat. Das ist auch während der Corona-Zeit passiert. Und dieser Manager, der bekam dann später von Spahn eine stattliche Position im Einflussbereich des Gesundheitsministeriums und er wurde dort begrüßt mit einer fetten Gehaltsaufstockung der Position. Und ich könnte Ihnen von einem Millionendeal über Masken erzählen, den Spahns Ministerium ausgerechnet mit jener Firma abgeschlossen hat, für die Spahns Ehemann die Repräsentanz in der Bundeshauptstadt, die Repräsentanz in Berlin leitet. Aber diese Vorgänge, die habe ich bereits in einem anderen Corona-Video enthüllt und am Ende werde ich Ihnen den Link einblenden, das müssen Sie unbedingt auch noch schauen. Darum komme ich jetzt auf den Moment zu sprechen, in dem Jens Spahn seine Maske, und zwar nicht die Corona-Maske, hat fallen lassen. In diesem Moment, da ist ihm die Wahrheit rausgerutscht, die Wahrheit über sein eigenes Menschenbild und mich persönlich hat das extrem erschüttert. Also, der zumindest ehemalige Pharma-Lobbyist Spahn lässt sein Ministerium in der Corona-Krise offenbar recht wahllos Masken aufkaufen und zwar zu völlig überteuerten Preisen, obwohl er davor gewarnt wird. Maskenhersteller und Apotheken, die verdienen sich eine goldene Nase und diese ministeriellen Hamsterkäufe, die führen dazu, dass sich Masken im Wert von über einer Milliarde ansammeln, die aber den offiziellen Sicherheitskriterien nicht entsprechen. Und als wäre dieser Vorgang, als wäre diese gigantische Verschwendung von Steuermitteln, die Sie und ich finanzieren, als wäre das nicht schon Skandal genug, kommen Jens Spahn und sein Ministerium nun auf eine Idee, wie sich die Entsorgung dieser Masken vermeiden lässt. Die minderwertigen Masken, die sollen an Hartz-IV-Empfänger, die sollen an Behinderte und die sollen an Obdachlose verteilt werden. Nur ein interner Widerspruch der SPD verhindert diese unglaubliche Aktion. Die Sache, die kommt erst Monate später ans Licht. Was für ein Menschenbild! Offenbar gehen Spahn und sein Ministerium davon aus, dass die Masken zweiter Klasse für einige Menschen gut genug sind, womit diese Menschen zu Menschen zweiter Klasse erklärt werden. Ausgerechnet arme Menschen, ausgerechnet behinderte Menschen, die es in unserer Gesellschaft ohnehin so, so schwer haben, ausgerechnet die kriegen diesen Stempel auf die Stirn gedrückt. Darf ich Sie daran erinnern, Herr Spahn, dass laut Artikel 1 Grundgesetz die Würde aller Menschen unantastbar ist? Darf ich Sie daran erinnern, dass diese Würde nicht davon abhängen darf, ob einer arm ist oder reich ist, ob er in einer Sozialwohnung oder wie Sie in einer Millionenvilla lebt? Alle Studien zu Corona haben eines ergeben.
Arme Menschen, die waren ganz besonders durch Corona bedroht. Sie erkrankten öfter und sie erkrankten schwerer. Und es wäre Ihre Aufgabe, Herr Spahn, als Minister gewesen, diese Menschen ganz, ganz besonders zu schützen. Die hätten nicht die schlechtesten, sondern die hätten die besten Masken, die es überhaupt nur gibt, bekommen müssen. Und ich wünsche mir für Deutschland einen Gesundheitsminister, der ein Herz für die Armen, ein Herz für die behinderten Menschen in diesem Land hat. Ich wünsche mir für Deutschland einen Gesundheitsminister, der weder durch undurchsichtige Beteiligungen an Lobbyistenfirmen noch durch fragwürdige Millionenkredite in die Abhängigkeit der Wirtschaft gerät. Ich wünsche mir für Deutschland einen Gesundheitsminister, der für maximale Transparenz über seine Politik und auch über die Hintergründe seiner Politik sorgt und nicht jedes Schlupfloch nutzt, um eigene Firmenbeteiligungen oder Immobilienkäufe zu verschleiern, sogar mit Hilfe von Gerichten. Selbst wenn das legal sein sollte, zerstört es Vertrauen und schürt den Verdacht, dass Sie, Herr Spahn, dass Sie etwas vor uns zu verbergen haben. Und ein großes Herz ist es wohl leider nicht. Macht muss dienen, sagte Hans-Jochen Vogel, und zwar den Menschen dienen und nicht nur dem eigenen Ego und nicht nur dem Geldbeutel eines Ministers. Sie, Herr Spahn, Sie sind ein Minister für Millionen, aber nicht für Millionen Menschen. Deshalb fordere ich Sie hiermit auf, treten Sie auf der Stelle zurück. Sie haben es doch so schön in Ihrer 4-Millionen-Villa. Überlassen Sie Ihr Ministerium bitte einem Menschenfreund, der nicht mit der Pharmabranche verbandelt ist. Und jetzt, liebe Zuschauer, klicken Sie bitte unbedingt noch mein Video, in dem ich Ihnen aufzeige, wie Jens Spahn eine Wohnung von einem Pharmalobbyisten erworben hat und was bei den Maskendeals durch die Politiker wirklich passiert ist. Das sind spannende Hintergründe, die kaum jemand kennt. Es ist erstaunlich und es ist erschütternd. Ich verlinke es Ihnen in der Infobox und unter diesem Video. Wir blenden es auch gleich noch ein. Und wenn Sie wollen, dass ich Sie jeden Tag des Jahres begleite und unterstütze, dann nutzen Sie gern die 14 kostenlosen Tage meiner 365-Tage-Challenge. Mit nur wenigen Minuten am Tag können Sie Ihrem Leben eine neue, eine positivere Richtung geben. Probieren Sie es aus. 2 Wochen dieser Challenge, die sind komplett kostenlos. Der Link ist hier und unter diesem Video. Abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.